Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier auf dem Community-Kanal Terrassen-LP. Ich bin einer der Gründer, genauso wie HSP-LP und Tobias684 ist da, glaube ich. Ja, 684. Und ja, ich mache Pokémon Platin. Das ist ein Hack. Praktisch so ein bisschen schwerer als Platin und so. Ja, also mit einer Pokémon. Man kann die ersten 493 Pokémon fangen, also außer die halt so schwarz und weiß, so egal. Fangen wir mal an. Hallo du, freut mich dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eber. Bier nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse, Mann. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken somit das Band, das sie verbindet. Was tue ich? Willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin Junge, Mann. Ha, ich hab runde Brust. Mein Name. Ja, der Koko passt da nicht hin, dann nennen wir uns einfach mal D und dann Kroko. Das heißt dann Kroko. Jo. Sehr schön, du bist also dann Kroko. Das ist aber ein schöner Name. Dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist der Kollege. Wie er wohl heißt? Naja, er heißt ja. Wie heißt er wohl? Das ist schon schwer zu erraten. HSP-LP, sagst du? So ist also dein Kollege? Jo. Nun, dann Kroko, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Tschup, tschup, tschup. Das mal ganz klein. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen vermerkt hat, die aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrt zu Professor Eib hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung. Frag Professor Eib, Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle. Ja, also die erste Änderung, wie man hier schon sieht. Ich habe einen neuen Skin und das BMW hat einen neuen Skin. Da bist du ja. Hey, der Koko, hast du das gerade im TV gesehen? Klar, hast du Professor Eib ist der super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckelweise Pokémon so sagen. Wir müssen ihn nur fragen. Gibt uns welche ab, bestimmt. Hey, das ist der neue PC. Geil, und Battle 4.3 Sucht drauf. Oh, war ich stehen geblieben. Oh ja, richtig. Also, wir gehen zu Professor Ebe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Marsch nach Koko, komm nicht zu spät. Sonst musst du Strafe bezahlen. Gut, also, ich werde hier nicht mit denen sprechen, weil ich habe Platin. Perl gesuchtet, Diamant habe ich nicht, aber Perl und Diamant ist das gleiche. Ich weiß eigentlich praktisch, also nicht jeden, ist ja klar. Ich weiß aber fast jeden, der uns was gibt. Das PLP ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Ja, das kannst du laut sagen. Sehr, sehr schnell. Na Kroko, geh nicht ins Gras. Pokémon könnte dich angreifen, wenn du durch so Gras gehst.
Das wäre nicht schlimm, wenn du dein eigenes Pokémon dabei hättest, aber pass auf dich auf, Liebling. Mach ich locker. Und hier, halt ein Platin ist jetzt nicht durch Bloody Platin, sondern ein Platin ist ja noch so Schnee, so. Zack, zack, zack. Und so geile stylische Schneegeräusche. Nein, Spaß. Das ist wie, oh hey, Coco. Hey, ich gehe zu Großeige und du kommst mit. Heil dich. Ah, hab ich vergessen. Ja, hat vergessen. Ich nehme bisher auch mein Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Coco. Ich warte auf der Straße auf dich. 1 Million Strafe, wenn du zu spät kommst. Okay. 1 Million Strafe, wenn ich zu spät komme. Also gut, lass uns mal so Eisstab vorgehen. Was? Geh nicht dazu Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wir den Pokémon nicht angreifen, wenn du durch so Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen. Bevor ein neues Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgämme erreichen, ohne auf ein neues Pokémon zu treffen. Also bleibt mir dicht auf den Fersen. So, los geht's. Auf die Plätze. Warte! Wir beide besitzen doch gar kein Pokémon und wir sehen es. Das ist doch fürs euch. Oh nein. Warum wollt ihr dann durch so Gras gehen? Hey, der Coco, dieser Obi. Ist das Professor Eibe? Hab ich recht? Was macht er denn hier? Sie wollten jetzt zu Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Ist richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde. Ihr beide, ihr liebt Pokémon, wirklich, oder? Jo, sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal, ihr beide liebt wirklich Pokémon, oder? Wie bitte? Das kann man uns tausendmal nicht fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten zu Pokémon lieben. Stimmt's, oder? Ja, eben. Einfach so große Kinder, die einfach in so Gras gehen wollen. Das ohne eigenes Pokémon. Ich denke, mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Da verzichte eher ich auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das so Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch meinen Pokémon an. Ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr auch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So, habe ich nur. Professor Eibe. Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, das ist sie. Genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben seit der Zeit mit Pokémon und für jederzeit kommen wir über. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Okay, und jetzt?
Wurzel öffnet die Tasche und weht euer Pokémon. Wirklich? Ich weiß kaum noch, ich bin so glücklich, dass ich nur noch nutzen kann. Da, Coco, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon gut erwachsen und da kann ich das Pokémon nehmen, was gegenüber deinem einzigen Vorteil ist. Gut. Wir haben hier die Wahl zwischen. Shellas, das einzige Pokémon von Typ Pflanze. Schimpansen-Pokémon Panflamte von Typ Feuer. Und Pinguin-Pokémon Pimpfer von Typ Wasser. Je nachdem, welches Pokémon ich mir nehme, ist das Team vom anderen anders. Wenn wir Shellas nehmen, nimmt er das Feuer-Pokémon und von Typ Angriff. Also halt sein Team wird auf Angriff spezialisiert. Wenn wir Panflamte nehmen, nimmt er das Wasser-Pokémon und sein Team wird auf Verteidigung spezialisiert. Immer Klimpfer nimmt ja natürlich das Pflanzen-Pokémon. Unser Team wird auf Initiative spezialisiert. Und Klimpfer mag ich einfach nicht, also. Ja. Kämpfen wir wohl gegen das Verteidigungsteam, oder? Wir gegen das. Komm, kämpfen wir gegen das. Angriffsteam, ja. Da wähle ich dich. Ich nehme dieses Panflamma. Lüg doch nicht, du Arsch. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen, aber nun, hört mir gut zu. Pokémon, die nur zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie auch in gewisser Weise. Da ihr und euer Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in mein Labor und seit dem aufzusuchen. Nun muss ich aufbrechen, endlich, ey, der labert so viel, ne? Professor, warte auf mich. Es tut mir leid, lass mich bitte durch. Ja, das war die Lücke und ich geh nicht durch. Was sagst du dazu, Professor Albert? Ist echt nett. Fällt es sich dir immer so ernst und furchteinflößend aus? Naja. Oh, ich bin flippaktiv. Aha, in der Kroko, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Jo, Mann. Ich wollte es etwas schon immer mal sagen können. Die Zeit ist ja nicht gekommen. Herr Kroko, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Ja, und jetzt ist das erste Mal. Der hat einen Blumanda. Kein. Ja, Panflam. Aber das war's erstmal für den ersten Part von Pokémon Bloody Platin. Ich hoffe, ihr schaut euch nächstes Mal wieder rein. Bis dahin und tschüss.